Moin Leute, willkommen zurück. Hier ist euer Foodie Gaming. Wir haben eine neue Woche. Eigentlich schon seit gestern, aber ja, jetzt haben wir Dienstag und ich habe Feierabend. Und ich wollte euch auf jeden Fall was ganz Witziges erzählen. Und zwar hat mir meine Freundin Miriam eben geschrieben, dass unser Simba, die heute Morgen voll, keine Ahnung, mit 10 km/h oder so gegen's Schienbein gelaufen ist. Und dass sie seitdem Schmerzen hat an dem Bein. Und ja, da muss ich schon ziemlich stark schmunzeln, weil das ist so witzig. Jetzt stellt euch mal vor, es läuft eine Katze, also unser Simba, ne, der 8 Kilo Klumpen, der läuft einem voll gegen das Knie und ist verwirrt und die Freundin, die hat erstmal Knieschmerzen oder Schienbeinschmerzen. Das ist auf jeden Fall schon witzig und es war es auf jeden Fall wert, euch das zu sagen. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal zu meinem Schwager. Nein, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, mache sauber. Irgendjemand muss das ja machen. Danach geht's zu meinem Schwager. Und ja, mal gucken. Doch, ich weiß es. Ich nehme Leads auf. Für euch. Einmal mache ich die schon wieder. Schießt in eine Buchs. Ich kann gerade. Oh. Ich kann nicht fahren und mich konzentrieren. Ich kann das irgendwie nicht so mit meinem Gehirn. Mein Gehirn kann nur eine Sache gleichzeitig. Naja. Ich werde euch auf jeden Fall später irgendwann weiter berichten. Bis dann. Ja, Leute, es geht nochmal los. Eben war ich noch kurz in der Wohnung, habe ein bisschen sauber gemacht, alles auf Vordermann gebracht, was die Katzen so verunstaltet haben. Und jetzt geht's auf zum Schwager, zum Geburtstag. Der erwartet mich schon. Ja, was gibt es sonst so Großartiges zu erzählen? Das Wochenende war schön. Es war endlich kalt, mag ich ja, also beziehungsweise ich und Miriam mögen das sehr. Wenn es nicht so warm ist, dann waren wir in Hameln, da war verkaufsoffener Sonntag. Es war auf jeden Fall sehr schön, es hat viel geregnet, wurde ja auch langsam mal wieder Zeit. Heute ist es auch ja, so ein bisschen kühler, aber dafür sehr schönes Wetter. Man sieht schon, die Sonne steht sehr weit unten. Leider bin ich jetzt direkt in den Feierabendverkehr reingeraten. Und deswegen muss ich jetzt hier öfters mal so Start-Stopp-Aktionen hinlegen, aber naja. Soll uns ja nicht stören, wa? Bringt ja auch nichts, sich immer aufzuregen. Deswegen nehmen wir es jetzt einfach mal ganz gelassen. Ja, was gibt es sonst so großartig zu erzählen? Das Leaf Let's Play, das läuft ja ganz gut soweit. Hab nur echt ziemlich viel Schiss, das Ding allein zu spielen. Am liebsten hätte ich jemanden dabei, aber naja, klappt ja nicht immer. Und die Katzen, die sind auch nicht wirklich ein großer Ersatz dafür. Berufsverkehr gibt's wie Sand am Meer. Rutsch du einmal rein. Soll es das gewesen sein? Ja, ich bin jetzt fast bei meinem Schwager. Dann würde ich mal sagen, anschließend geht es nach Hause. Leaf weiterspielen. Für euch bereitschneiden. Und dann soll es das auch mit dem Montag gewesen sein. Und ich melde mich morgen nochmal. Bis dahin. Guten Morgen, liebe Leute. Wir haben es 6.40 Uhr. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit und es ist finster. Es ist so finster, wie es nur sein kann. Und ich fand, das ging jetzt relativ schnell, dieser Wechsel von lange hell und warm auf ultra kalt. Es sind heute nur 5 Grad und früh, also morgens dann immer noch schön dunkel und abends dann auch relativ früh dunkel. Ja, so wird man auf jeden Fall nicht so gut wach, finde ich jetzt. Deswegen freue ich mich gleich auf jeden Fall auf einen Kaffee. Riech schön, Kaffee trinken und im warmen Büro sitzen.
Moin, ihr Butterbahn! Willkommen zurück. Hier ist der Frudi. Wir haben es mittlerweile Donnerstag. Ich habe Feierabend. Sehr, sehr schön. Und ja, wie soll ich sagen? Im Moment versuche ich einen Fernseher zu verkaufen. Über Kleinanzeigen werde ich das, glaube ich, nie wieder machen. Weil was du da für Angebote bekommst, das ist... Ey, das ist zum Wegömmeln. Das geht gar nicht. Ich habe ihn jetzt für 300 Euro drinstehen. 40 Zoll. Das ist ein guter, aber ne? Ein guter. Das ist ja immer ein guter. Und Angebote bekomme ich zwischen 100, hole ich sofort ab, und 220 ist ja eine Stunde Weg, ne? Ich muss ja seinen Sprit bezahlen, ist ja klar. Ja, auf jeden Fall, so sieht's aus, und ich habe ihn mit, also bis jetzt noch nicht verkauft. Oh, irgendwie spritzt das hier voll auf meine Scheibe. Und sonst habe ich euch, glaube ich, ich habe noch was Neues zu erzählen. Und zwar habe ich ja gestern Outlast 2 gestreamt. Ja, das war zu, ne? What the fuck? Und das war das Erlebnis des Lebens, ganz ehrlich. Das Ding, das hat mich so geflasht und... Ich bin echt abgekackt, so richtig. Also das war schon nicht von schlechten Eltern. Es gibt nicht viele Spiele, die so sind. Also Outlast 2, also wie eine Granate. Ihr könnt meinen Stream übrigens nochmal anschauen, entweder auf YouTube oder auf Twitch. Ist auf beiden Plattformen online, und da könnt ihr euch einmal das Geschreie und ja, das Gameplay angucken von dem Spiel. Also genial, wirklich. Das hat so viel Spaß gemacht und das ist so spannend. Ja, und danach habe ich noch ein bisschen Lied gestreamt und naja, das war es dann eigentlich mit Donnerstag. Beziehungsweise das war gestern. Heute war ja das mit dem Fernseher. Und ich hoffe, dass sich da auch irgendwann jemand meldet, der ja, nicht ganz so durchgeknallt ist, nicht ganz so verrückt. Übrigens wurde ich auch vom Kumpel verarscht. Der heißt auch Dennis, der hat sich da einfach mal als Sinnet angemeldet. Telefonnummer 123. Und... ich habe das wirklich die ganze Zeit nicht gemerkt, dass er mit mir geschrieben hat, so, ja, was ist der Surprise? Ich hab drei Kinder zu Hause, die muss ich auch noch ernähren mit dem Fernseher. Also der hat mich verarscht, der hat mich richtig dran gekriegt. Die olle Butterbirne, ne, falls du das siehst hier, mein Freund. So geht das aber nicht, ne, das wollen wir nicht. Und das war's auch schon von meinem Tag, jetzt geht's nach Hause. YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, call it what you want. Ich werde auf jeden Fall alles ein bisschen aktualisieren, für euch bereitstellen, und ja, bis dann. Moin Leute, hier ist wieder euer Fully Gaming. Heute haben wir schon Freitag. Es ist ein sehr schöner Tag, weil erstens hat man früh Feierabend, also ich zumindest. Und ja, es geht halt ins Wochenende und das ist auch was ganz, ganz Feines. Auf jeden Fall freue ich mich schon tierisch. Ich habe heute meine Vorbestellung von Mafia 3 bekommen. Ja, da war wohl anscheinend gerade ein LKW mit Lichthupe. Wovor der mich wohl warnt? Gute Frage. Wird hier geblitzt? Wird hier gelasert? Dachte der kennt mich? Wer weiß? Vielleicht ist das ja auch ein Foodie Gaming Fan. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde ich gewarnt und jetzt war ich hier strikt 50, wo er 50 ist. Kann ja sein, dass was passiert, ne? Ich wäre auch gern wieder Schulkind. Das ist immer so toll, wenn man dann Freitagmittag Feierabend hat und sieht, wie die ganzen Schulkinder hier nach Hause gehen. Das war früher immer das Beste. Jeden Tag so früh Feierabend, beziehungsweise Schulschluss. Das ist Hammer. Und man konnte es nicht abwarten, erwachsen zu werden und arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen. Ne? Dann würde ich lieber zur Schule gehen. Auf jeden Fall. Würde ich jederzeit vorziehen. Naja, jetzt stecken wir in der Arbeitswelt. Ein bisschen Geld. Kann sich ein paar Sachen kaufen, die man sich früher nicht kaufen konnte. Hat auch so seine Vorteile, ne? Muss man schon ganz ehrlich so sagen. Naja, auf jeden Fall freue ich mich heute Abend ziemlich krass schon auf die Mafia 3 Session. Das wird schon was ganz Besonderes auf jeden Fall. Mein Open World und Mafia, das passt zusammen wie
wie Fruity Gaming und YouTube, ne, zum Beispiel. Kann man so ungefähr vergleichen. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes Wochenende und einen schönen Samstag. Ich werde das Video ja heute schneiden, heute ist ja Freitag und das kommt dann am Samstag online zu Saturday with Fruity. Diesmal hoffentlich pünktlich. Ja, und wie schon gesagt, bis dahin ein schönes Wochenende und feiert nicht so hart. Guckt mehr Let's Plays. Let's Plays mit Geschmack. Bis dann. Bye, bye.